an. Bei mir geht es um die perfekte bzw. die absolute Stimme. Arno Fischbacher ist zu Gast, hat sein Buch mitgebracht, Geheimer Verführer Stimme. Hier sind wir, Arno Fischbacher. Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind. Ja, danke für die Einladung. Na, aber jederzeit. Unsere Kollegen sind extrem heiß schon darauf, schon einiges zu lernen, was ihre Stimme angeht. Ich habe ja schon selbst gelernt, Kaffee mit Milch ist jetzt nicht unbedingt der Kracher, um damit anzufangen. Ja, ich würde sagen, ein gesunder Mensch hält alles Mögliche aus. Aber ja, also mal so ein Käffchen, oder? Das ist grundsätzlich schon okay, aber wenn es darum geht, im Anschluss 5 Stunden zu präsentieren oder einen Tag lang am Telefon zu arbeiten, dann würde man sagen, mal überprüfen, ob es in der Menge sein muss. Herr Fischbacher, man hört ganz deutlich, Sie sind kein Nordrhein-Westfalen, jedenfalls kein Gebürtiger, sondern Sie kommen aus Salzburg, geben aber oft Seminare hier in Nordrhein-Westfalen, wie schon gesagt, bei der Telekom zum Beispiel unter anderem auch. Meine erste Frage an Sie, wie lange arbeiten Sie schon daran, den österreichischen Dialekt loszuwerden? Oh. Also ich denke, es ist ja immer die Frage, muss er ganz weg? Oder darf die Stimme doch noch verraten, woher man kommt? Ja. Gibt es von meiner Wiener Kollegin Ingrid Amon so einen schönen Sager, die sagt, es ist ganz gut zu wissen und zu hören, woher sie kommen. Aber es sei auch nicht unvernünftig zu hören, dass sie nicht dort stehen geblieben sind. Ja. Das gefällt mir ganz gut. Hatten Sie denn, war Ihr Dialekt vorher noch krasser, bevor Sie angefangen haben? Mein Dialekt war vorher ziemlich krass, denn ich stamme ursprünglich aus Oberösterreich und da verbindet man die Eis sehr flach und das ergibt eine sehr flache Sprechweise. Und dann müssen Sie sich hier eigentlich ganz wohlfühlen. Langgezogene Vokale gibt es ja hier auch. Also ausgezeichnet. Kölsch zum Beispiel oder dass man auch Is zum Beispiel, in Westfalen zum Beispiel, sagen ja viele, also Birne zum Beispiel, ja, Laterne, also dass man da diese Vokale unter anderem auch langgezogen hat. Aber bei Ihnen geht es ja unter anderem, und darüber habe ich ja schon gerade gesprochen, um die Arbeit mit der Stimme. Mhm. Bei Vorträgen zum Beispiel natürlich, aber auch am Telefon ganz besonders. Also, weil ich das so interessant finde, lassen Sie uns darüber reden, dass Sie Unternehmen darin coachen, also Callcenter von mir aus jetzt zum Beispiel. Wie gesagt, wie war das bei der Telekom, dass Sie bei der Beschwerdeabteilung dort die Mitarbeiter gecoacht haben? Was war das Anliegen des Unternehmens? Das ist kein klassisches Callcenter. Ja, also die Callcenter-Industrie ist eine sehr sparsame Industrie. Da gibt es zwar Kollegen von mir aus dem Stimme.at-Netzwerk, aus diesem Expertennetzwerk zum Thema Stimme, dessen Vorstand ich bin, die sich spezialisiert haben auf dieses Thema. Wenn es um Beschwerdebearbeitungen geht, das ist eine, ich möchte fast sagen, das ist eines der allerschwierigsten Themen in der Kommunikation, die es überhaupt gibt. Denn wenn Sie sich vorstellen, Sie sitzen an einem Arbeitsplatz und es schellt das Telefon und Sie wissen ganz genau, jeder Anruf, der hier hereinkommt, weshalb und warum und so weiter, ist hoch emotional aufgeladen und Ihre Aufgabe ist es, im Laufe eines Gespräches möglichst eine Lösung zu erarbeiten oder oft ist eine Lösung sachlich ja nicht möglich, weil das Malheur schon passiert ist, zumindest denn die Beziehung des Unternehmens zu diesem Kunden, also die Beziehung, ihre Beziehung zu diesem Kunden zu erhalten. Mhm. Und ein zweiter interessanter Aspekt dieser Tätigkeit ist, wie gehen Sie mit Ihren eigenen Emotionen um? Denn die Stimme vermittelt untrüglich, was innerlich in Ihnen los ist. Also wie Sie emotional drauf sind, wie Sie mental drauf sind, wie es Ihnen geht. Was würden Sie bei mir jetzt sagen, wie bin ich gerade drauf, wenn Sie meine Stimme mal so analysieren? Ihre Stimme höre ich mit einem interessanten Kern. Ja, Räuspern ist übrigens ganz schlecht. Ich weiß, das habe ich auch schon von Logopäden gelernt. Räuspern ist ganz schlecht. Warum ist das so schlecht eigentlich? Räuspern müssen? Wenn Sie räuspern, dann kann man sagen, dann schlagen Sie durch den Luftdruck auf die gespannten Stimmlippen drauf und die verhärten sich dadurch noch mehr. Also mit anderen Worten formuliert, wenn Sie räuspern, verstärken Sie den Effekt, den Sie eigentlich bekämpfen wollen. Ja, aber ich habe immer das Gefühl, aber es hilft einem ja nichts, also das ist für mich als Coach immer so eine Frage, zu sagen, was tun Sie besser nicht, ist ziemlich sinnlos, weil da fokussiert man ja nur auf das, was man nicht tun soll. Ja. Also trinken Sie möglichst nicht Kaffee, wäre ganz schlecht, weil da ist die Frage, was anstelle dessen. Also Wasser steht ja hier auch. Wasser. Also für Sie steht Wasser hier. Klar, Koffein sowieso entzieht dem Körper Wasser, ist sicherlich auch bei langen Vorträgen sowieso nicht so gut, weil dann die Stimme... Es spannt insgesamt.
Es spannt insgesamt. Und wenn die Stimme, also wenn der Mensch insgesamt eine Spur gespannt ist, vielleicht auch durch die Anspannung, huch, jetzt muss ich vor 100 Menschen, vor 20 Menschen genügt da schon sprechen. Hm. Und das Adrenalin schießt ein, das spannt die Muskulatur und dadurch wird die Stimme automatisch immer einen Tick höher und ein bisschen enger. Ja. Das tut den Zuhörern weniger gut, aber ist auch für den Sprecher nicht so angenehm, weil der hört ja selbst, huch, jetzt höre ich auch noch, ich spüre, ich bin angespannt, jetzt höre ich auch, jetzt spanne ich mich noch mehr und so weiter und dann ist es ein Teufelskreis. Ich bin total entspannt. Ich gönne mir noch ein Schlückchen. Es ist schön, einen entspannten Gesprächspartner gegenüber zu haben. Immer, oder? Immer. Und das ist natürlich auch, Sie waren übrigens gerade bei meiner Stimme, ich wollte jetzt noch mal kurz weiter nachfragen. Ja. Also Sie haben einen interessanten Kern entdeckt. Kern der Stimme. Wenn Sie jetzt sagen, was ist ein Kern der Stimme? Naja, das ist das, wo man die Persönlichkeit durchhört. Ja. Das ist für mich als Coach so eine interessante Frage. Wenn ich eine Stimme höre, was könnten wir da analysieren? Ich meine, die Stimme verrät einmal auf alle Fälle die ganzen Emotionen, wie es einem geht. Aber letztlich, wenn Sie mich und ich Sie sprechen höre, dann... Ja. Analysiert das Gehirn mit einer kleinen Schaltverzögerung die Worte aus diesem Klangbrei heraus. Das ist zum Beispiel, wenn Sie jemanden neu kennenlernen. Also nehmen wir mal an, Sie haben ein Business Blind Date. Okay? Ja. Also Sie haben im Kalender einen Termin stehen und Sie treffen auf einen Menschen, den Sie zuvor noch nie gesehen und noch nie gehört haben. Ja. Man hat über E-Mail Kontakt und jetzt trifft man diesen Menschen zum ersten Mal. Und Ihr Auge sagt, nehmen wir mal an, wow. Okay. Mhm. Also ein weibliches Business Blind Date. Oh, ja, also okay. Ja. Mag ja auch ein Mann sein, okay, adrett gekleidet, ja. Armani und frisch beim Friseur und so. Aha. Oder in der tollen Maske von NRW-TV. Natürlich, absolut. Hier, Katja, hast du gehört? Ganz genau. So, und dann kommt jener magische Moment. Dieser unvergleichliche Moment, in dem dieser Mensch das erste Mal den Mund öffnet und Sie das erste Mal die Stimme dieses Menschen hören. Und da gibt es nur zwei Möglichkeiten, stimmt's? Das ist so wie eine Ampel, die hat nur grün oder rot. Und entweder alles in Ihnen sagt, oh, oh, wo ist die Tür? Weil irgendetwas diesen Menschen demaskiert. Also das tolle Outfit, die wunderbare Frisur, die Kleidung, die Markenlabels und so, was man alles so sieht. Und dann kommt die Stimme dazu und oft spüren Sie dann, das ist nicht kongruent, das passt nicht ganz zusammen. Irgendwie passt etwas nicht. Und dann ist so eine innere Abwehr entstanden. Oder in Ihnen sagt alles. Doppel-Wow. Cool, Doppel-Wow, ganz genau. Und wenn Sie jetzt, ich meine, jemand, der mit Ihnen so ein Business-Termin hat zum Beispiel, ja, der seufzt ja da nicht oder singt oder trällert, sondern spricht. Und das Gehirn verarbeitet immer leicht zeitverzögert 0,2 Sekunden, nachdem Sie einen Ton, einen Stimmton beim Sprechen gehört haben, welches Wort das ist. 0,2 Sekunden dauert das. Man kann sagen, das ist schnell, aber genau genommen ist das eigentlich ganz schön langsam. Mhm. Und das ist relativ viel Zeit. Das Gehirn nützt jetzt die Zwischenzeit und nützt diese 0,2 Sekunden und filtert heraus, ja, was alles? Ja, die gesamten analogen Informationen. Woher kommt dieser Mensch? Wie klingt denn das, was der sagt? Kann ich Vertrauen haben? Überhaupt das Erste, was das Ohr analysiert, ist, orientiert es mich? Also woher kommt es? Ist die erste Information, die das Gehirn verantwortet. Jetzt im Business-Kontext wird das heißen, habe ich Orientierung. Im Führungskontext eine ganz wichtige Geschichte. Gib mir der Satz, den ich da höre, gib mir der Orientierung. Oder machen Sie bitte ungefähr dieses. Ja? Mhm. Das hat auch etwas Analoges. Also das hat auch so einen Stimmanteil. Vertrauen, habe ich schon gesagt. Anziehungskraft, Sympathie liegt dann da drinnen. Aber es liegt noch eine Information drinnen, die mir immer so ganz interessant erscheint. Man hört auch heraus, ob hinter dieser Stimme noch ein Potenzial ist. Denn der Mensch ist ja immer ein Ganzes und sicher so ein wertvolles Ganzes. Aber ob die Stimme bereits all das nach außen transportiert oder ob da stimmlich noch Möglichkeiten sind, das ist das, was mich dann als Coach oder als Trainer besonders interessiert. Mhm. Und in Ihrer Stimme höre ich auf der einen Seite die Persönlichkeit. Schon wieder Räuspern jetzt. Schluck Wasser, ja, wäre eine gute Alternative. Aber auch höre ich zum Beispiel, dass Sie
jetzt sitzen und sich mit den Ellbogen anlehnen. Ja, weil die Stühle so ein bisschen unbequem sind. Ja, deswegen. Genau. Und in dem Moment, in dem Sie sich zum Beispiel aufrichten, würde ich von Ihnen durch Ihre Stimme noch mehr Stimmenergie an mein Ohr kriegen. Und es wird dann wahrscheinlich noch eine Spur runder und voller klingen, als es ohnehin bereits klingt. Das heißt, da höre ich heraus, Sie haben sich mit Ihrer Stimme schon mal beschäftigt. Ja, runde Stimme zum runden Körper. Ja. Ist denn das so? Also ich sage jetzt mal, Sie sind ja jetzt ein drahtiger Typ, haben aber eine sehr sonore, basslastige Stimme, ja auch, kann man ja sagen. Ist die antrainiert durch, sag mal, vielleicht mal, haben Sie mal geraucht oder rauchen Sie? Oder ist die in irgendeiner Art und Weise antrainiert? Ich meine, Rauchen, Alkohol hat Auswirkungen auf die Stimme, auf lange Zeit gesehen. Wäre aber jetzt, um eine vollere Stimme zu erlangen, vielleicht nicht unbedingt der ideale Weg. Also ich würde es nicht empfehlen. Ja. Also vielen Menschen fällt, auch weil es heute in der Sendung präsentiert werden wird, habe ich gehört, viele Menschen vergleichen jetzt den Menschen mit einer Geige oder mit einem Kontrabass, ja, oder sowas. Ein Resonanzkörper. Ein Korpus, und sagt man, also okay, Menschen, die vielleicht ein bisschen mehr Körper aufweisen, hätten dadurch vielleicht eine vollere Stimme, was aber überhaupt nicht stimmt. Letztlich geht es um die Atmung und um die Art und Weise, wie sie sich bewegen. Und ja, das habe ich gelernt. Also ich habe 25 Jahre meines Lebens am Theater verbracht, nachdem ich Goldschmied gelernt habe und Geigenbauteile verarbeitet habe. Und am Theater lernt man, mit sich selbst als Instrument umzugehen und seine Stimme so zu nutzen, dass man auch mal einen großen Raum mit seiner Stimme ausfüllt, ohne ein Mikrofon zur Verfügung zu haben. Also das mal zum Gegensatz zu jetzt zum Beispiel Beschwerdebüros beim Telefondienstleister, der die Beschwerden annimmt, sondern zum Seminar beziehungsweise zu einer Rede, die ich halten muss vor 100 oder vor 100.000 Menschen, dass ich vielleicht auch ohne Mikrofon, nicht bei 100.000, aber bei 100 Menschen auch ohne Mikrofon eine so gute, ausdrucksstarke Stimme habe, auch in einer Lautstärke sprechen kann, ohne dabei mich zu überwerfen, also ohne die Stimme irgendwie so klingen zu lassen vielleicht, ja, sondern dass ich weiterhin laut sprechen kann, ja, also zu den Menschen reden kann. Ja. Wie erlange ich das? Die Stimme hat in erster Linie etwas mit Körpersprache zu tun. Die Stimme ist der hörbare Teil der Körpersprache. Also so wie sie sich bewegen, also wie sie sitzen oder wie sie stehen, so klingen sie. Und das machen die meisten Menschen, die sich mit dem Thema noch nie beschäftigt haben, einfach nicht ganz optimal. Das heißt, man steht, wie man halt steht, man sitzt, wie man halt sitzt, und hat nicht gelernt, denn die Muskulatur letztlich, also das Zwerchfell, die Atemmuskulatur, so zu unterstützen, dass die Stimme die Energie, die im Körper drinnen ist, auch ans Ohr der Zuhörer liefert. Gerade wenn es ums Präsentationscoaching geht oder um das Trainieren von Menschen, die Schulungen halten, die Vorträge halten, Führungskräfte, die sehr oft vor ihrer eigenen Mannschaft oder in der Öffentlichkeit auftreten und dort Reden halten, präsentieren, auf Messen auftreten etc., ist das ein ganz wichtiger Aspekt. Denn wenn Sie das so tun, wie man es normalerweise sieht, dann wird immer ein bisschen gepresst. Und dann entsteht, grüß Gott, meine Damen und Herren, dann entsteht so ein Ton, der von diesem Ton, der Vertrauen vermittelt und die einzelnen Menschen als Person, als Persönlichkeit anspricht, dieser Ton ist dann meilenweit entfernt. Herr Fischbach, ein ganz interessantes Thema, auch wenn man sich den Bundestag anguckt zum Beispiel, die Reden der jeweiligen Politiker anhört, ob in Österreich oder in Deutschland. Aber das ist immer eine spannende Situation, wie zum Beispiel auch mit der Hand gearbeitet wird, durchgetaktet wird, ja, und wie der Kopf dabei arbeitet beim Reden halten. Wie die Stimmbänder schwingen, all das besprechen wir gleich noch weiter mit Arno Fischbacher und wie letztendlich die Psychologie in der Stimme dazu führt, die Herzdame rumzukriegen vielleicht auch, die man auf der Straße trifft, machen wir alles gleich. So, wenn wir fast unseren Einsatz verpennt hier. Weil der Arno Fischbacher und ich die ganze Zeit bei Stimmenanalyse, Techniken sind hier. Wir haben gerade schon mal bei YouTube geschaut, was Edmund Stoiber, Hannelore Kraft so von sich geben, beziehungsweise nicht, was sie von sich geben inhaltlich, sondern wie sie dabei aussehen. Wie sie es tun. Ja, genau. Ja. Also bei Hannelore Kraft zum Beispiel, klar, das sieht man aber bei vielen Politikern, die stehen am Rednerpult und halten sich dort gerne fest.
Wirkt sich so etwas auf die Stimme aus, beziehungsweise in was für einer Situation befindet sich der Redner, der sich an einem Pult festhält? Die tun sich da keinen großen Gefallen, denn im Grunde, wenn ich gesagt habe, die Stimme sei der hörbare Teil der Körpersprache, dann hat es praktische Auswirkungen. Es sind im Grunde zwei Bewegungszonen im Menschen, die für das Fundament der Stimme, also für Glaubwürdigkeit, für Volumen, für die Kraft der Stimme, für Durchsetzungsstärke etc. zuständig ist auf der einen Seite und auf der anderen Seite für die Modulation, also für dieses Auf und Ab der Stimme, dass es spannend macht, da kann man länger zuhören, da hört man interessierter zu. Und das eine ist, wenn ich es im Sitzen ausprobiere, also wenn ich jetzt zum Beispiel so sitze und spreche, okay, das wäre jetzt für ein Zwiegespräch, wir führen jetzt ein Zwiegespräch, ist das eine adäquate Körperhaltung. Man führt ein Gespräch, sitzt leger, okay. Von außen können Sie jetzt sehen, dass ich mich nicht sonderlich bewege. Mhm. Und meine Mitte, also die Lendenwirbelsäule ist es genau genommen, die Muskeln dort in der Mitte, die sind jetzt nicht weiter aktiv. Und die Gestik ist auch nicht sonderlich aktiv. Würde ich jetzt in einem Meeting sprechen und würde ich jetzt eine Rede halten im Sitzen, also zum Beispiel klassische Konferenzsituation, Meeting, 10, 12 Leute sitzen am Tisch und ich würde dasselbe tun, dann würde mir nach 2 Minuten kein Mensch mehr zuhören. 80% der Teilnehmer von Sitzungen, von Meetings sagen, das ist Urfahrt, es ist zum Einschlafen, das ist die beste Zeit, meine E-Mail. Urfahrt, das okay, das ist ein öse langweilig, Begriff. Um es zu übersetzen. Strengstens langweilig. Ja. Und es ist die allerbeste Zeit, wenn jemand anderer im Meeting spricht, sich am Blackberry oder auf dem iPhone sich oder zu organisieren. Oder in der Kirche wird ja immer gerne gehustet zum Beispiel auch. Dann so, wenn die Rede des Pfarrers sich zu sehr dehnt. Genau. Zum Beispiel. Überhaupt bei Reden. Von den Körperhaltungen her heißt es also, bevor ich zum Telefon greife, wenn ich mich so melden will, dass am anderen Ende ankommt, dass das Unternehmen, das ich vertrete, auch was darstellt, gute Produkte hat, glaubwürdig ist, dann heißt es, sich von der legeren Körperhaltung zu lösen, während es läutet, die zweimal Läuten abwarten, sich aktiv hinsetzen, Bodenkontakt, Füße am Boden stellen, die Mitte aktivieren, sich mal in die Länge strecken, mal schauen, wie groß werde ich dann, wenn ich so sitze. Dadurch kommt körpersprachlich gesehen das Kinn auch eine Spur zur Brust, nicht übertreiben, aber einfach ein bisschen nach unten. Im Meeting heißt es, ich spreche jetzt erst auf Augenhöhe. Ja, weil ich dann auch im Zweifelsfall höher sitze als die Kollegen, also ein bisschen nach unten schaue, deswegen kommt das Kinn vielleicht auf. Es ist eher ein Kommunikationssignal. Wenn Sie mich jetzt anschauen und ich spreche so zu Ihnen, dann ist mein Kinn oben und wohin haben wir alle geguckt, als wir kleine Kinder waren? Oder nach oben, da waren die Erwachsenen, oder? Ja, genau. So, okay, das ist jetzt im Gespräch oder in der Diskussion, im Meeting ausgesprochen gefährlich, weil ich zwinge jetzt im Grunde die anderen in so eine Art Elternposition. Und wenn ich jetzt sage, wir sollten das Projekt jetzt durchziehen, dann werden die wahrscheinlich sagen, nee, ich weiß nicht, das müssen wir jetzt noch überprüfen. Ja, also das hat ganz dramatische Auswirkungen, die aber bewusst nicht wahrgenommen werden. Man denkt sich dann, die haben was gegen mich oder die wollen das Projekt nicht. Und wenn ich mich jetzt aufrichte, dann klingt meine Stimme jetzt irgendwie plötzlich kräftiger, obwohl ich mit meiner Stimme selbst überhaupt nichts tue, aber ich sitze eine Spur anders, habe beide Füße am Boden. Kutschersitz nennt man das von der Technik her. Kutschersitz. Ja. Also da kann ich die Zügel in die Hand halten und kann frei reagieren auf das, was jetzt kommt. Mhm. Und meine Stimme klingt plötzlich voller, weil auch die Ellbogen, also der Ellbogenradius, mein gestischer Raum, sich auf die Stimme auswirkt. Man gibt sich ja auch selbst körperlich ein neues Signal, als wenn man einfach nur so. Genau. Ja. Sondern sich aufrede. Ich habe eine Idee. Beziehungsweise mir ist gerade mein Sender wieder aus der Hose gefallen, merke ich gerade wieder. Das passiert, das kommt, wenn man zu aktiv ist. Sie haben, Herr Fischbacher, auch ein Analyse-Tool auf Ihrem Laptop, das Sie mitgebracht haben. Das wollen wir mal ausprobieren, was man so mit der Stimme alles messen, machen, tun und lassen kann. Und das Ding läuft jetzt schon, während ich rede. Also wahrscheinlich haben Sie mich jetzt schon ausgetrickst und haben schon analysiert, was ich gerade gesagt habe. Da werden Frequenzen wiedergegeben, Stimmfrequenzen, und was können Sie daraus dann erkennen? Die Software ist manchmal im Stimmcoaching ganz nützlich, um auch jemandem mal zu zeigen, wie es klingt. Und dann
eine zweite Version zu erzeugen, also einfach sich zum Beispiel anders hinzustellen und dann zu unterscheiden, was macht den Unterschied. Schauen wir mal, zum Beispiel, wenn ich jetzt zum Beispiel so spreche, wie viele Menschen sprechen, so ein bisschen so nuschelig, dann schaut das am Bildschirm so aus, speichern wir das mal runter. Und wenn ich hier eine zweite Version erzeuge, indem ich mich einfach aufrichte und ein bisschen aktiver spreche, dann sieht man jetzt am Bildschirm bereits jetzt ganz deutlich, ohne dass man näher weiß, um was es sich handelt, sieht man hier in der neuen Version sieht man mehr. Also das, was hier zu sehen ist, ist das Obertonspektrum einer Stimme. Ja. Und da kann man dann weiter analysieren, ob diese Stimme das Ohr der Zuhörer öffnet. Das ist ganz wichtig. Also schließt. Gibt es denn Frequenzen, wo letztendlich man aus diesen Frequenzanalysen erkennen kann, das sind Frequenzen, wenn sie in dieser Lage bleiben, dann erreichen sie ihre Zuhörerschaft oder jo, das gibt's. Seminarteilnehmer? Das gibt's. Das hat mit dem Ohr zu tun, weil das der äußere Gehörgang, also dort, wo man so mit dem Finger arbeiten kann, das ist so eine Art Röhrchen. Das heißt, alles, was von außen durch dieses Röhrchen ans Trommelfell kommt, wird Klang verfälscht, genau genommen. Das nehmen wir nur nicht wahr, weil wir hören das ja seit der Geburt so. Ja. Das heißt aber auch, dass alles, was von außen kommt, also verfälscht, wie verfälscht, es werden Frequenzen, speziell Frequenzen zwischen 2 und 4 Kilohertz, zwischen 2000 und 4000 Hertz und bis zum 40-fachen verstärkt. Das ist so, als würde man am Equalizer bei der Stereoanlage die Mitte ganz nach oben drehen. Und das klingt dann so ein bisschen wie so ein Blacklautsprecher. Ja, genau. Okay, so. Das fällt uns nur nicht auf, wir sind das gewöhnt. Das heißt aber, es kann ja nur dann etwas verstärkt werden, wenn was da ist. Und in diesem ersten Beispiel, also da unten, so in dem, wenn ich so nuschelig gesprochen habe, da fehlen, also 0 bis 5000 Hertz hier in der Analyse, und zwischen diesen beiden roten Linien, da ist nicht so wahnsinnig viel los, während in der zweiten Version spielt sich hier mehr ab. Ja. Das heißt, vom Wenigen, das wird halt vom Ohr mal 40 verstärkt, okay, da kommt nicht viel raus, macht mich also als Zuhörer nicht hellhörig. Mhm. Das sind die Frequenzen, die Zuhörern im Saal eindeutig sagen, das ist jetzt für sie bestimmt. Was ist denn der Grund, warum sich so viele Menschen selbst nicht gerne hören, wenn sie auf einem Video sind oder auf einem Tape? Also, dass man, Tape, auch schön retro, auf der CD, sag ich mal. Auf der Musikkassette. Gibt es sowas noch? MC. Also, im Museum. Ne, auf dem Film zum Beispiel. Warum, ach, so klinge ich? Das klingt ja total anders, das bin ich nicht. Also sind die meisten Menschen schockiert, wenn sie sich zum ersten Mal hören. Ja. Also auch ein großer Hemmschuh für Newcomer, also für Anfänger im Tonstudio. Also in den Medien zum Beispiel. Ne? Aber woher kommt's? Man hört sich selbst beim Sprechen, also während ich jetzt spreche, höre ich mich einmal über die sogenannte Luftleitung. Also der Schall wird über die Luft übertragen, ich höre mich selbst. Das Mikrofon nimmt auch genau das auf. Aber da gibt es einen zweiten Anteil. Denn das kann man übrigens super gut selbst ausprobieren, wenn man sich die Ohren zuhält und jetzt spricht. Während ich das jetzt tue, höre ich mich selbst. Ja. Das klingt irgendwie so brummig und so, wie so ein bisschen unter Wasser. Woher kommt das, dass ich mich überhaupt höre? Das heißt, ich höre mich jetzt über außen nicht, aber ich höre also die Schallübertragung über den Körperschall vom Kehlkopf auf den Schädelknochen und dort sitzt die Cochlea, also die Hörschnecke und so weiter. Das heißt, während Sie selbst sprechen, hören Sie sich zweifach. Das Mikrofon hat aber nur eins von beiden aufgenommen. Das heißt, man hört sich dadurch so ein bisschen fad und weniger an, als man von sich selbst gewöhnt ist. Ja. Also die gute Nachricht, schlechte Nachricht zuerst. Schlechte Nachricht, sie klingen für andere genauso, wie sie es von Thomas hören. Aber die gute Nachricht ist, die anderen haben sie ja noch nie anders gehört. Damit muss man nur fertig werden, wenn man wirklich das Mikrofon professionell nutzt. Zum Beispiel Fernsehen, Radio. Ein paar Minuten haben wir nur noch, Herr Fischbacher. Jetzt will ich zum Schluss noch ein paar Tricks und Tipps von Ihnen haben. Wie trainiere ich meine Stimme? Wie mache ich meine Stimme wind- und wetterfest, sage ich mal, für halt eben Auftritte, für Seminare, für Ansprachen, für Weihnachtsreden, all das, wo man seine Stimme für einsetzen muss? Wenn Sie im Stehen sprechen. Für die Disco-Besuche. Für die Disco-Besuche, okay. Müssen wir unterscheiden. Wenn Sie im Stehen sprechen, also wenn Sie präsentieren, dann empfehle ich Ihnen, stellen Sie sich nicht mit durchgestreckten Knien hin,
sondern probieren Sie es zuerst zu Hause. Stellen Sie sich so hin, dass Ihre Knie ein bisschen aktiv sind. Vor der Rede? Vor der Rede. Einfach mal ausprobieren. Ja? Weil sonst tut man es nicht, sonst fällt man in so einen Autopilot-Modus zurück. Ja. Wenn man zwei Füße am Boden hat und sich da gut einwurzelt und die Knie sind eine Spur offen, dynamisch, dann ist die Mitte in Betrieb. Dann ist die Lendenwirbelmuskulatur, die tiefe Bauchmuskulatur in Betrieb und die unterstützt das Zwerchfell. Dadurch klingt die Stimme fester, voller. Und nicht so, also so ungefähr würde ich klingen, wenn ich meine Stimme einfach arbeiten lasse. Und ich habe gelernt, zuerst mal diesen Bereich einzuschalten. Das mache ich nur mit Körpersprache. Und das Zweite ist, ich habe gelernt, meine Arme fallen zu lassen. Also einfach mal die Schultern loszulassen und zu ertragen, dass die Blicke mich jetzt treffen. Also, dass ich, ja, und das führt die Hände normalerweise als Schutzfunktion vor den Oberkörper. Ja, ja. Ellbogenradius wird kleiner. Und die Gestik macht jetzt dieses Auf und Ab der Stimme. Das wäre also fürs Präsentieren, Körpersprache bestimmt, wie sie klingen.